Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Trello-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Trello den Hintergrund ändern kann. Das ist eigentlich ganz einfach und wir öffnen dafür zunächst einmal Trello und hier befinde ich ganz viele Boards, in denen ich jetzt den Hintergrund einstellen kann. Ich wähle mir mal dieses Testboard aus und wir sehen, ich habe hier schon einen anderen Hintergrund und wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit Farben oder auch mit anderen Bildern. Dafür müssen wir nur in das Board eben reingehen und gehen oben rechts auf die drei Punkte und finden hier schon den Punkt Hintergrund ändern. Klicken wir diesen an, haben wir drei Möglichkeiten. Wir können zwischen vordefinierten Fotos wählen, wir können Farben auswählen oder mit einem Klick auf Benutzer definiert eigene Bilder hochladen. Wir nehmen jetzt mal hier vorgefertigte Fotos, ich klicke das an und dann habe ich eine große Auswahl von tollen Bildern, die jetzt je nachdem vielleicht zur Arbeit passen oder auch nicht, das muss man eben wissen. Ich hatte neulich mal einen Maler und deswegen habe ich hier mal Maler eingegeben und da hat dieses Bild ganz gut gepasst. Und dann, ja, habe ich den Hintergrund entsprechend geändert und das auf das Projekt individualisiert. Von daher ist es ganz einfach, den Trello-Hintergrund in einem Board zu ändern, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.